Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare. Ich habe einen neuen Lichtring, der mich hier anstrahlt. Und der vor meiner neuen Webcam steht. Und ich habe dieses Karaoke-Mikrofon. Aber mit einem interessanten Hall-Effekt. Hall-Effekt finde ich interessant. Jo. Ansonsten bitte meine Petition bei Change.org anschauen und eventuell unterschreiben oder sogar weitersagen. Die richten sich gegen Fake News, insbesondere gegen dieses furchtbare Märchen und die Lügen, dass vormals gesunde Kinder nur durch das Maskentragen dann gestorben sind. Der Lügner, Herr Dr. Schiffmann, wird jetzt, soweit ich weiß, dafür auch verlangt. Wir und unsere Interessensvertretungen, also der Pädagogen, Lehrer und ähnliche Berufsstände, ich denke da an die GEW, an Verdi, und einige andere, wir müssen dem entgegentreten, klar und entschieden, und müssen auch dazu auffordern, dass andere es tun. Und es wurden im Sommer nicht genügend Planungen, Konzepte, Pläne, Anschaffungen und Einbauten in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten, in den Schulen. Das fand nicht statt. Einige Schulen hatten gute Voraussetzungen, haben sich selbst auch gekümmert. Die Lage ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Insgesamt war es deutlich zu wenig. Und jetzt haben wir die Situation, unbedingt sollen die Schulen aufbleiben, die Kinder müssen noch was lernen. Ja, sicher müssen die was lernen, aber es geht doch wohl hauptsächlich darum, sich nicht bei den Eltern unbeliebt zu machen, als Politiker, die das nicht nochmal so schnell aushalten und stemmen können zum Teil. Und es geht doch wohl darum, dass die Eltern brav arbeiten gehen. Und das können die zum Teil nicht, wenn sie auf die Kinder aufpassen müssen. Das heißt, es geht um wirtschaftliche Interessen und um politisch-wahltaktische. Und das darf so nicht sein. Das Wohl der Kinder hat im Mittelpunkt zu stehen, wobei man aber nicht zu kurzsichtig denken darf. Wenn die Kinder in der Schule sind, stecken die Lehrer an. Die Lehrer tragen es weiter zu anderen Kindern. Ja, und die Kinder erkranken in der Regel überhaupt nicht oder haben so gut wie keine Symptome, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Sie können und werden andere Menschen anstecken. Sie werden selbst nicht krank, stecken aber andere Kinder, die Lehrer, die Betreuerinnen im Kindergarten, in der Kindertagesstätte. Die werden alle angesteckt, infiziert und die tragen es in ihr soziales Umfeld. Die Kinder tragen es nach Hause. Zum Vater, Mutter, Oma, Opa, Brüdern, Schwestern,
was es halt alles so gibt. Und keineswegs nur, aber insbesondere auch die Oma und der Opa können dann schon mal beatmet werden müssen oder auch sterben. Und auch die Eltern haben keine Garantie auf einen milden Verlauf. Und selbst wenn, es gibt Folgeschäden, es gibt Spätschäden, dauerhafte Schäden, ist damit den Kindern dann besser gedient? So viel mal dazu. In der Petition kommen diese beiden Themen vor, dass Kinder eigentlich keine großen Probleme haben und haben müssen mit Masken, es sei denn als Corona-Rebell und Gegner der Maskendiktatur macht man den Kindern das manisch und hetzt sie auf, dann werden die Kinder vielleicht auch leiden, ne? Und wenn sie nicht leiden, werden es den revolutionären Eltern sicherlich nicht sagen. Aber die Masken selbst schützen. Schaut euch die Petition mal an. Es gibt zum Teil noch andere, ähnliche. Aber auch ich freue mich, wenn ihr das macht. Live long and prosper. See you.